sind hier im unteren Schloss in der Universität Siegen im großen Hörsaal und wir feiern hier 200 Jahre Siegener Zeitung. Das ist hier unser großer Festakt. Also erstmal ein ganz herausragendes Jubiläum. Ich glaube, das hat Seltenheitswert in der Bundesrepublik Deutschland. Also haben die Journalisten und die Verleger, glaube ich, vieles richtig gemacht. Und ich wünsche mir einfach, dass es so bleibt, dass auch eine Regionalzeitung in Zukunft die Chance hat zu überleben, dass es möglichst viele Abonnenten gibt, die Zeitung weiterhin schätzen. Und das hängt natürlich sehr stark auch damit zusammen, dass der Journalismus stimmt. Und im Moment würde ich sagen, Siegener Zeitung macht einen guten Job. Und ich hoffe, das bleibt so. Also wir haben Vollgas gegeben auf unseren digitalen Kanälen mit einer guten Botschaft. Jetzt auch pünktlich zum 200. Geburtstag. Die Siegener Zeitung lesen heute mehr Menschen als jemals zuvor. Und das überwiegend auf unseren digitalen Kanälen. Und auf dem Weg wollen wir weiterarbeiten. Und ich freue mich als Chefredakteur, dass ich wirklich eine gute Redaktionsmannschaft habe, ein Top-Team, das mitzieht auf diesem Weg. Und ich finde auch, dass das ganze Programm außerordentlich schön war. Die Musik war spannend, interessant, zum Mitmachen, das ist schön. Herr Metz hat das wunderbar moderiert und ich fand auch, der Minister Reul und der Herr Knob von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung haben wirklich tolle Reden gehalten. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe wieder viel gelernt.